dass ich die Ehre habe, heute Abend ein ganz besonderes Highlight im Rahmen unseres Musikfestivals ankündigen zu dürfen. Sundaram. Und Sundaram ist bekannt dafür, dass er es mit seiner ganz besonderen Stimme immer wieder schafft, die Herzen der Menschen zu berühren. Und ich persönlich kenne ihn schon sehr lange und seine Musik begleitet mich auch schon sehr lange. Und gerade in seinen Konzerten, aber auch in den Seminaren und Mantra-Yoga-Stunden geht es mir immer so, dass dann so eine ganz tiefe Sehnsucht entsteht. Und so wollte ich euch heute einladen, alle sehnsüchtig zu werden. Und Sundaram kommt nicht alleine. Er hat ganz tolle Musiker, ganz tolle Freunde mitgebracht. Und so wird es, glaube ich, wirklich wie angekündigt ein Konzert der Extraklasse. Und so können wir uns alle gemeinsam freuen auf einen wunderbaren Abend mit Gesang, Tanz und hoffentlich ganz viel Herz. Sundaram. Zusammen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und ich freue mich, dass ich hier nicht allein bin, sondern dass ich hier wunderbare Musiker und Menschen
habe, die mit mir gemeinsam das Konzert gestalten. In Indien ist es so, wenn etwas besonders gut ist, dann sagen die Leute, you rock. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Dinesh gesprochen habe über die Besetzung, er meinte nur, that's a rocking combo. Und meine Einladung an uns alle ist, dass wir diesen Augenblick, diesen Moment alle genießen können. Und damit es auch wirklich funktionieren kann, ist in Indien es üblich, zuerst Ganesha anzurufen. Weil es soll ja so sein, dass nicht bloß wir das Konzert gestalten, sondern wir alle zusammen. Das heißt, dass wir auch gemeinsam singen. Und diejenigen, die sagen, oh, ich möchte aber nicht singen, oder vielleicht behaupten, ich kann gar nicht singen, die brauchen sich keine Sorgen machen. Weil falls irgendwie ein Fehler, theoretisch zumindest, entstehen würde, Ganesha biegt sofort um die Ecke und korrigiert diesen kleinen Fehler. Zumindest später im Verlauf des Stückes könnt ihr immer, wenn ich Jay sage, Ganesha antworten. Om Gam Ganapataye Namaha.
Om Gam Ganapataye Namaha. Thank you.
wenn wir uns auf dem spirituellen Pfad begeben, dann ist es wichtig, dass wir nicht wieder demselben Trugschluss unterliegen, der uns so oft widerfährt, im sogenannten oder scheinbaren normalen Leben, sodass wir wieder den Eindruck haben, es gibt irgendetwas zu erreichen. Rumi schreibt, keep on walking, though there is no place to get to. Es gibt nichts, was du erreichen musst. Viel schöner ist es, sich inspirieren zu lassen oder überhaupt inspiriert durch das Leben zu wandeln. So ist es auch unsere Intention, euch zu inspirieren, sei es zum Singen oder auch zum Tanzen. Und in Indien gibt es ganz klare Zuständigkeiten. Für Inspiration ist Saraswati zuständig. Namostute, Namostute. Namaha.
Denn wenn wir inspiriert sind, dann fällt es uns auch leichter, uns auf den Tanz des Lebens einzulassen. Der Tanz des Lebens, der es nun mal mit sich bringt, dass es manchmal alles super läuft. Und manchmal eben nicht so gut. Manchmal fliegen die Farben unseres Lebens ganz hoch. Alles fügt sich zueinander, ohne dass wir wirklich etwas dazu tun müssen. Und manchmal geht einfach kein Wind. All das ist Teil dieses Tanzes, das das Leben uns beschert. Dabei sind wir aufgefordert, in Frieden mit uns und unserer Umgebung zu sein. Frieden heißt aber nicht, an einem Ort zu sein, wo es kein Geräusch gibt oder keine Schwierigkeit oder keine Arbeit. Frieden heißt, in der Mitte der Dinge zu sein, mitten im Leben und trotzdem ruhig und gelassen. Im Herzen. Und das wird uns manchmal gelingen und manchmal nicht. Alles, was ich jetzt gesagt habe, könnte man in drei Worte zusammenfassen. Om Namah Shivaya. Shiva ist der Tänzer. So, let's dance. Om Namah Shivaya. 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 Om.
Streifen als Liebende die Heine von Vrindavan. Thank you.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Shakti Tata.
Thank you.
I got the message. They want to dance. So let's have dance. Viele Lieder heute sind Devi Radha gewidmet, weil Freitag ist ausgewiesenermaßen Devi-Tag. Und so können wir als nächstes Stück Jai Radha, Jai Krishna singen. Jai Radha und Jai Krishna. Radha und Krishna sind einander zugeneigt, sodass das Radha und Krishna Radha Krishna wird.
Könnt ihr
euch insbesondere im letzten Teil wirklich in Trance begeben. Es heißt Om Namo Bhagavate Vasudeva. Vasudevaya
Zuerst einmal möchte ich mich bedanken bei allen Menschen, die hier auf der Bühne sind. An der Gitarre, Klaus Dieter, please give a big hand. An der Flöte, Dine. Am Gesang, Doris. Und am Gesang und Solo, Usha. An der Tombak, Baba. An der Djembe, Martin. And Mr. Big Hand. An der Cajon, Vita. Jai 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 Amar.
Yeah.